Die Fans warten draußen, bald geht's los. Sofa und Soda ist wieder da, denn zu Recht warten sie draußen und wollen alle rein, denn wir haben einen Gast, da möchte eigentlich jeder dabei sein. Und die Sofa und Soda-Zuschauer, die sind dabei, denn wir nehmen das ganze Jahr auf, denn das ist das Konzept. Und Sarah lacht schon wieder. Wir haben heute einen Gast, auf den ich mich total freue, denn es ist tatsächlich mein ehemaliger Chef, man mag es kaum glauben, und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gewesen. Peter Harry Carstensen wird gleich hier Platz nehmen und ich werde versuchen, ihn ein bisschen auszuquetschen, aber vor allem frage ich mich, wie es ihm geht, jetzt wo er nicht mehr Ministerpräsident ist. Viel Spaß, jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen, Peter Harry Carstensen. Ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, habe mir extra mein Hemd gebügelt. Herzlich willkommen. Ich habe mir extra keinen Schlips umgebunden. Sie wirken ganz entspannt. Sind Sie entspannt? Ich bin außerordentlich entspannt, ja. Wir starten immer ein bisschen mit schnellen Fragen. Die sind nicht alle ganz ernst gemeint und fühlen Sie sich bitte nicht angegriffen. Und ich hoffe aber auf Ihre Kreativität. Also wenn die Antworten auch nicht ernst gemeint sind, dann bitte ich um dasselbe, nicht? Um ein bisschen Nachsicht. Fangen wir ganz harmlos an. Wann waren Sie das letzte Mal mit Herrn Stegner eintrinken? Ich glaube, ich war noch nie mit Herrn Stegner eintrinken und habe das auch nicht vor. In der KN habe ich jetzt gelesen, THW-Niederlage, die erste Niederlage nach 585 Tagen. Das Leben muss weitergehen, oder? Ja, sicher, aber der THW hat 500. Das ist ja eigenartig, dass wir nur über das Negative reden, jetzt über die Niederlage. Wenn die gesagt hätten, jetzt seit über 500 Tagen keine Niederlage, das ist das Positive. Das ist herausragend, was der THW geleistet hat. Ostsee oder Nordsee? Heimat Nordsee, Segeln Ostsee. Gute Laune Bär oder Captain Raubein? Och, es kommt ein bisschen auf die Gelegenheit an. Ich kann auch raubeinig sein. Es ist mal jemand bei mir ins Büro reingekommen nach einem Gespräch, was ich geführt habe. Man hat gesagt, dein Büro ist nicht abhörsicher. Da habe ich gesagt, wie kommst du darauf? Und da sagt er, das letzte Telefongespräch war auf der Förde zu hören. Also ich kann auch laut sein. Auch so enttäuscht, dass Thomas Gottschalk sich jetzt beim Supertalent mal so ein bisschen zum Affen macht? Nö, das wird mich das wenig interessiert. Ich gucke solche Sendungen nicht. Ich bin einer, der nicht häufig ins Fernsehen guckt, weil ich auch gar nicht die Gelegenheit dazu hatte und jetzt auch noch nicht so die Gelegenheit habe. Wenn ich mal den Fernseher anmache, dann gibt es einen Western oder einen ordentlichen Krimi und ein bisschen Action oder sowas. Aber mich da hinzusetzen, um da 3 Stunden eine Show zu sehen, das mache ich nicht. Lieber die Linkspartei verbieten oder öfter mal Horst Seehofer ignorieren? Also weder das eine, aber das andere kann man ruhig mal machen. Horst Seehofer kann man ruhig mal ignorieren. Horst Seehofer macht knallharte Landespolitik. Das ist ein Bayer und ja, ich habe manchmal meine Probleme mit ihm. Ich habe persönlich ja mal für Sie gearbeitet, nicht nur für Sie, sondern auch für Landtag, kompletten Landtag, Staatskanzlei, Presse, Spiegelarbeit, früh morgens vor der Morgendämmerung. Waren Sie zufrieden mit meiner Arbeit? Ich muss ja sagen jetzt, weil ich ja keinen Vergleich hatte. Sie haben den Pressespiegel gemacht, der ist mir auf den Tisch gelegt worden und ich hatte ja keinen Vergleich mit einem virtuellen Pressespiegel, wie er hätte sein können, sondern ich habe ihn bekommen, aktuell wie er war. Und sagen Sie einfach ja, dann bin ich zufrieden. Ja, ich war sehr zufrieden. Okay, steigen wir ein. Die wunderschöne ZDF-Sendung Heute Show, kennen Sie sicherlich, ja. Hat mal gesagt, Schleswig-Holstein, das ist doch diese Wiese nördlich von Hamburg. Was ist da dran? Ja, das ist etwas, man kennt Schleswig-Holstein ein bisschen mehr. Wenn ich früher im Bundestag gewesen bin und gesagt habe, ich habe den schönsten und nördlichsten Wahlkreis, dann haben die gesagt, ach, kommen Sie aus Flensburg. Keiner weiß, dass Schleswig-Holstein noch 60 Kilometer weiter nördlich geht. Der einzige Ort in Deutschland ist, der nördlich des 55. Breitengrades liegt, ist List auf Sylt. Und man kennt Hamburg und man kennt Lübeck vielleicht noch. Und das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen ändern müssen. Nicht immer. Es hat auch Vorteile, wenn man ein bisschen weiter weg ist von vielen Dingen. Es gab früher mal so einen Spruch, gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Wenn du ein bisschen in der Entfernung bist, dann ist das auch ganz gut. Aber Schleswig-Holstein ist ausgesprochen schön und jeder, der hier seinen Urlaub macht, weiß das. Aber kein einziges DAX-Unternehmen, glaube ich, oder? Na, nun mal gemacht. Wir haben keins, das seinen Sitz hier hat, aber wir haben viele DAX-Unternehmen. Aber wenn Sie mal sehen, in Bayern werden keine Schiffe gebaut.
Und wir können auch mal ein bisschen mehr prahlen mit unseren Dingen. Wir sind das einzige Land, das an zwei Meeren liegt, an Ostsee und Nordsee. Nicht Niedersachsen liegt an der Nordsee. Aber jetzt auch nicht die Leistung der Bürger. Nein, das ist nicht, aber wir müssen uns mal wieder ein bisschen darauf konzentrieren, was wir sind. Sehen Sie mal, man kann ja darüber klagen, dass wir eine Randlage haben. Ich habe das nie getan. Nicht, dass wir haben, die Randlage ist so groß, dass in einem Autoatlas ein Teil Schleswig-Holsteins rausgeschnitten ist, um wieder nach unten zu bringen. Da ist immer Sylt rausgeschnitten. Aber wir müssen uns mal auf das konzentrieren und das positiv bewerten, was wir haben. Wir sind die Brücke zwischen Skandinavien und Mitteleuropa. Und Brückenfunktionen sind diejenigen, die immer in Jahrhunderten ihr Geld verdient haben. Und wir haben Verkehrswege, das ist der Ochsenweg, das ist die Salzstraße, das war die Hanse. Und wir haben schon ein bisschen was in die Waagschale zu bringen. Und das machen wir vielleicht manchmal ein bisschen zu bescheiden. Wie ist das denn so unter Ministerpräsidenten, wenn man trifft sich ja auch oder hat sich getroffen im Bundesrat, wird da auch schon mal so ein bisschen gefrotzelt gegenseitig, wer denn jetzt das schönste Land regieren darf? Ja, natürlich, das ist völlig klar. Wer gewinnt denn da? Ich habe immer gewonnen. Ich habe immer gewonnen, wenn Horst Seehofer, der ja gerade eben schon angesprochen war, manchmal wieder anfängt mit seinem Länderfinanzausgleich, dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Horst Seehofer, erstens habt ihr in Bayern 32 Jahre lang Geld aus dem Länderfinanzausgleich bekommen. Man muss sagen, die haben das auch gut verwertet. Das ist unbestritten. Und zweitens habe ich gesagt, wenn du nicht mit dieser Diskussion aufhörst, dann wollen wir unser Schloss Neuschwanstein wieder haben. Da hat er mich immer angeguckt, denn Neuschwanstein ist mit norddeutschem Geld gebaut worden. Und wer sich die Geschichte mal anguckt, nicht aus dem Welfenschatz, und das ist unser Schloss und das steht nur in Bayern. Aber das heißt, da wird ein bisschen gestichelt schon? Ja, natürlich wird da gestichelt, selbstverständlich. Apropos Wiese nördlich von Hamburg, Sie selbst stammen ja von Nordstrand, auch viele schöne Wiesen. Wie sind Sie denn da eigentlich aufgewachsen? Also ich bin behütet aufgewachsen. Übrigens, ich stamme zwar von der Insel Nordstrand, aber aus der Gemeinde Elisabeth zu Fienkoch. Ich will das nur hier mal sagen. Das wird unsere ganzen deutschen YouTube-Schauer wahrscheinlich einen Riesenunterschied machen. Die werden garantiert jetzt bei Wikipedia nachgucken, weil ich sage, das ist nämlich die einzige Gemeinde in ganz Europa, wo 3% der Bevölkerung Ministerpräsident gewesen sind. Wir sind nur 32 und deswegen ist das eine ganz besondere Gemeinde. Nein, ich bin ausgesprochen behütet aufgewachsen. Ich war auf einem Bauernhof und das Haus war voller Flüchtlinge. Sie müssen sich die Zeit mal, ich bin 1947 geboren und Schleswig-Holstein hatte 1945 1,5 Millionen Einwohner, aber 1,6 Millionen Flüchtlinge. Schleswig-Holstein hat eine riesen Leistung vollbracht. Die Menschen haben eine Leistung vollbracht, die man gar nicht sich vorstellen kann. Wie war denn da so der Alltag? Ja, wie war der Alltag? Wie auf einem Bauernhof. Ich hatte keinen Kindergarten, das gab es damals nicht. Ich bin als 3-4-Jähriger zum Nachbarhaus, das war die Schule, gegangen und habe dann mit in der Schule gesessen. Das war mein Kindergarten, das war meine, wenn Sie so wollen, meine Früherziehung. Und das war eine Schule, da saßen über 40 Kinder. Und ein Lehrer, ein fester Lehrer und einer, der dann noch mitgeholfen hat, woran ich mich erinnern kann. Also und vor allen Dingen, wir sind satt geworden. Das war ja etwas, ich kann mich noch erinnern, dass bei uns viele der Flüchtlinge, die mit bei uns am Tisch gesessen haben, den Teller nach dem Essen abgeschleckt haben. Die haben Hunger gehabt. Das sind Leistungen, die hier gebracht worden sind, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann. Und deswegen sage ich häufig, stöhnt nicht so, sondern guckt mal, wie eure Eltern und Großeltern angepackt haben. Und klagt nicht über eure Situation. Die ist viel, viel besser, als viele, viele Menschen in der Welt sie haben. Das heißt, Sie würden sagen, es war schon eine behütete, gute Kindheit, ja, oder wären Sie lieber irgendwo im städtischen Bereich aufgewachsen? Nein, wir kriegen ja manchmal so in der Kinderlandverschickung mal so Kinder aus Berlin. Und das war für mich, die waren laut und die waren vorlaut und die meinten alles besser zu wissen. Und das war für mich als Kind, war das nicht angenehm. Das war gut für die, dass sie mal aufs Land kamen. Aber ich, sehen Sie mal, auch da hat man natürlich irgendwo das Gefühl, man kriegt nicht alles. Ich kann mich erinnern, dass die Flüchtlingskinder bei uns, viele dort mal Care-Pakete bekamen aus Amerika. Da war Trockenmilch drin. Und da habe ich gesagt, wieso kriege ich keine Trockenmilch?
ich kriegte die richtige Milch. Ich wusste den Wert ja gar nicht zu schätzen. Man will ja immer das haben, was man dann nicht kriegt. Man will das haben, was man nicht hat und was man nicht kriegt. Und da kommt dann so ein bisschen Neid auf. Aber ich bin so behütet worden, dass ich habe eine ganz tolle Kindheit. Aber ich bin sehr dankbar. Ich bin für mein Leben sehr dankbar. Ich habe auch viele Umwege gemacht. Aber wir sind ja dann nach Kiel gegangen und haben Agrarwissenschaften studiert. Ja, so weit waren wir ja noch gar nicht. Ich habe Abitur gemacht in Husum und dann wollte ich nach dem Abitur zur See fahren. Ich wollte zur Bundesmarine und dann anschließend zur Handelsmarine und hatte mir aber die Knie zerdeppert beim Handballspielen. Ich habe viel Handball gespielt. Und dann hat die Bundeswehr hat mal einen sehr großen und entscheidenden strategischen Fehler gemacht. Sie hat mich bei meiner Bewerbung nicht genommen, sonst wäre vieles anders gelaufen, für mich auf jeden Fall. Fürs Land vielleicht? Ja, das war. Stellen wir das mal einfach so mal so hin. Und dann, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich studiert. Und weil ich Lust zu Chemie hatte, habe ich Chemie studiert. Und weil alle anderen auch Jura machten, habe ich auch Jura studiert. Ich habe also Chemie und Jura ein Semester gemacht, aber ich gebe gerne zu, ich war häufiger im Kino als in der Uni. Und in der Zeit. Und dann bin ich auf Wunsch meines Vaters dann in eine landwirtschaftliche Lehre gegangen und habe dann Landwirtschaft studiert. Das heißt, eigentlich ja dann waren Sie auf einem soliden, richtigen Weg, waren ja sogar Lehrer, Landwirtschaftslehrer. Ich war in einer Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle. Das heißt, eigentlich ja ein solider, richtiger Weg. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist dann passiert? Dann sind Sie vom rechten Weg abgekommen und in die Politik gegangen. Wie kam das? Ja, ich bin an sich ein sehr untypischer Seiteneinsteiger gewesen. Ich habe mich sehr um gesellschaftspolitische Dinge gekümmert, auch in der Zeit, wo ich an dieser Landwirtschaftsschule gewesen bin. Mein Chef, Harald Normsen, dem ich sehr viel zu verdanken hatte und habe, der leider vor einiger Zeit gestorben ist, der hat mal zu mir gesagt, wissen Sie was, Herr Carsten, Sie machen mal die Geschäftsführung vom Kreis Landjugendverband. So bin ich in Jugendarbeit reingekommen. Und dann hat man mich gebeten, den Kreis Jugendring zu übernehmen. Dann wurde ich Vorsitzender des Kreis Jugendrings, habe dort Fusionen gemacht und habe Jugendarbeit gemacht. Also wurden Sie ein bisschen so gestupst? Ja? Nein, ich wurde gestupst, weil das ist schon richtig. Dann habe ich, ein Erlebnis gehabt, als wir die Eindeichung der Nordstrander Bucht hatten, dass plötzlich ganz viele sogenannte Naturschützer kamen und uns erzählen wollten, wie wir leben sollten. Da habe ich gesagt, das kann nicht angehen. Wir haben ein Problem. Das Wort Naturschutz war noch nicht präsent. Dann habe ich gesagt, wenn man ein Problem hat und das erkennt, dann muss man das selbst lösen. Dann habe ich einen Naturschutzverein gegründet, der heute noch die Betreuung dieses Naturschutzgebietes macht. Und so bin ich dann aufgefallen und dann sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, sag mal, willst du nicht in den Bundestag? Also das ist ja schon ein starker Schritt, also von so einem Naturschutzverein gründen und dann Bundestag. Ja, weil ich bin ja woanders auch offensichtlich ein bisschen aufgefallen. Ich habe also mich dort schon betätigt. Ich habe mal den ersten jugendpolitischen Plan für den Kreis Nordfriesland mal gemacht. Und das über die Partei dann. Ich war Mitglied der CDU, mein Bruder hatte mich dort reingebracht. Aber ich war nicht aktiv, habe das dann aber in die Gremien reingebracht. Und das ist dann das erste Papier gewesen, das erste Mal, dass jugendpolitisch gearbeitet wurde dort im Kreis. Und so bin ich wohl aufgefallen. Und dann haben die gesagt, kluge Leute, und ich zweifle natürlich nicht an deren Weisheit, dass die gesagt haben, weißt du was, du könntest gut in den Bundestag. Und dann habe ich, dann kam 1983, 82 ja der Wechsel von der sozialliberalen Koalition zu Helmut Kohl und dann war plötzlich Wahlkampf und dann stand ich da plötzlich. Dann habe ich mich beworben, dann bin ich so richtig durch die Ortsverbände gezogen und Ich springe mal zu Ihrer Zeit als Ministerpräsident. Also 7 Jahre lange Zeit, 2005. Zwei Legislaturperioden, beide nicht ganz sozusagen so, wie sie sonst so ausfallen. Und in der ersten Periode eine große Koalition und vielleicht für die, die es nicht wissen, mit der SPD, mit einem Spitzenmann dort, wo eigentlich jeder im Land wusste, die beiden, die können sich irgendwie nicht so richtig. Hatten Sie da vorher schon ein bisschen Bammel, ob das auch alles gut gehen kann? Nein, ich habe an sich keinen Bammel gehabt, weil ich an sich immer eine sehr positive Menscheneinstellung habe. Ich gehe immer von etwas Gutem aus und werde dadurch natürlich auch häufig enttäuscht. Ich bin auch da enttäuscht worden. Ich habe zum Beispiel Herrn Stechner mal eingeladen, wir sind zusammen zum Fußball gewesen. Nicht? Auf Schalke waren wir und
habe ihn mitgenommen, er hat seinen Sohn mitgenommen, also auch er ist ab und zu mal eingeladen worden. Und ich habe gedacht, das würde gehen, aber es ist ja... Das heißt, der Anfang war eigentlich harmonisch und man ist Anfang auf sich... ist immer harmonisch gewesen und das ist aber, es gibt Menschen, mit denen man das nicht kann, aber das ist nicht nur, geht nicht nur mir so, dass ich dort mit ihm nicht kann, sondern das waren ja andere Dinge auch. Aber ich will, das wissen Sie was, das habe ich auch abgeschlossen, das ist gewesen. Nicht? Aber ich sage mal sehr deutlich, ich glaube, dass die Große Koalition erfolgreicher gewesen wäre, wenn wir nicht einen dazwischen gehabt hätten, der so viele Probleme, auch menschliche Probleme dort reingebracht hätte. 2009 war es endgültig vorbei und mich würde mal interessieren, wie wichtig das denn ist, dass Spitzenpolitiker einer Koalition sich gut verstehen. Also ich habe mich ausgesprochen gut verstanden mit Frau Erzig-Grawe. Wir haben vor jeder Kabinettssitzung zusammengesessen und das ist nachher ein ausgesprochen vertrauliches Gespräch geworden. Als Bildungsministerin und... stellvertretende Ministerpräsidentin, die sie war. Und ich habe mich sehr gut verstanden, auch mit Lothar Hay, der damals Fraktionsvorsitzender war. Und mit Uwe Döring. Also man kann sich schon gut verstehen mit anderen. Und wissen Sie, wir haben fürs Land gearbeitet. Ich habe fürs Land gearbeitet. Aber wenn man mit jemandem arbeitet, den man bei der Diskussion, bei der Fernsehdiskussion, die wir im Wahlkampf hatten, extra ein Smiley hinlegen muss und einen Zettel, dass er mal lächelt. Das fanden Sie gut. Da war ich begeistert, zumindest, dass ich das vorher gemerkt habe. Aber der darf nicht Ministerpräsident werden. Man kann ein Land nur regieren, wenn man die Menschen mag. Und wenn man die Menschen nicht liebt, dann kann man ein Land nicht regieren und dann sollte man das nicht tun. Also was mich interessiert als Wähler und ich spreche auch mit vielen, die auch wählen gehen und das ist ja auch gut, das machen ja wenig, also ist leider doch zu wenig. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt in der Wahlkabine sitze und mein Kreuz mache, wähle ich ja eigentlich das, eine Partei, wo ich denke, die vertritt so ganz grob meine moralischen Vorstellungen, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Ich will ja eigentlich ja mir nicht Gedanken machen müssen, ob sich die Spitzenkandidaten gut verstehen oder nicht. Und so ein bisschen in Schleswig-Holstein hatte man das Gefühl, oh Gott, was wählen wir jetzt? Und dann können die sich nicht. Und jetzt wählt man doch was. Das darf doch eigentlich die Wahlentscheidung nicht so richtig beeinflussen. Richtig, das ist, Sie haben völlig recht. Und man will sich identifizieren, zumindest in den meisten Punkten. Ich identifiziere mich auch nicht mit allem, was die CDU macht. Zum Beispiel nicht? Na, das will ich hier jetzt nicht erörtern. Ich bin raus aus dem Geschäft und will das auch nicht. Und es gibt ein paar Dinge. Na doch, ich sag mal eins. Ich glaube, wir könnten im Bereich des Kindergeldes ganz was anderes machen. Wir geben irre Mengen an Kindergeld aus. Das sind über 40 Milliarden in Deutschland. Und haben trotzdem Kinder, die mittags nichts zu essen bekommen. Das heißt, wir geben es den Eltern. Nicht? Und wir geben den Armen und den Reichen. Wir haben mal ein gebührenfreies Kindergartenjahr gemacht zu meiner Regierungszeit. Ich habe es nach einem Jahr wieder aufgegeben. Was haben wir? Ein Hartz-IV-Empfänger bezahlt sowieso nichts für den Kindergarten. Das übernimmt die Gemeinde für ihn. Nicht? Und der Ministerpräsident braucht keinen freien Kindergarten. Also insofern gibt es ein paar Dinge, die wir wesentlich konzentrierter machen können. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir zu wenig rechnen. Nicht? Es gibt einen sehr unbestechlichen Berater, auch in der Politik, der heißt Adam Riese. Und ich könnte mit 45 Milliarden, die für Kindergeld ausgegeben werden, ganz was anderes machen. Jedes Jahr ausgegeben werden. Da kann ich direkt den Mittagstisch und den Ganztagskindergarten und viele andere Dinge dort mit finanzieren. Also das sind so Dinge, wo ich sage, da könnten wir wohl was anderes machen. Aber sonst haben Sie schon recht. Es dürfte nicht so sein, dass politische Gegner, politische Mitbewerber und Konkurrenten nicht miteinander arbeiten können. Es war halt so. Ich konnte mit Wolfgang Kubicki. Wer hat damit gerechnet, dass ich mit Wolfgang Kubicki gut arbeiten kann? Vorher, da haben alle sie mich in Berlin gefragt, kannst du denn mit denen? Da habe ich gesagt, spitzenmäßig. Wir haben Vertrauen, wir vertrauen uns. Das ist ja so ein großes Thema, ne? Spitzenkandidaten müssen sich, oder Positionen müssen sich vertrauen. Aber der Wähler wird halt verdrossen, wenn er in der Zeitung lesen muss, dass sich Spitzenpolitiker nicht mal mehr angucken, wenn sie einander vorbeigehen. Man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Ja. Aber das trägt halt, glaube ich, schon auch dazu, zu dieser Verdrossenheit bei. Also wissen Sie, wir haben ja die ganze Zeit über eine Person geredet. Das will ich auch nicht länger machen, weil das ist mir, ist das nicht wert. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass er mal irgendwann mal auf mich zugegangen ist und mich mal begrüßt hat, wenn wir uns mal getroffen haben. Ich bin immer dorthin gegangen. Aber das sind vielleicht auch, das hat was mit Kinderstube auch zu tun. Also ich, es
es ist so, wie es ist. Und wenn wir eine andere personelle Konstellation gehabt hätten, dann wäre die Große Koalition noch erfolgreicher gewesen. Wir sind erfolgreich gewesen. Angela Merkel hat ja ihre Entscheidung sehr bedauert, dass Sie nicht mehr antreten wollten. Hat sie Ihnen das jetzt verziehen mittlerweile? Das weiß ich nicht. Wir haben lange nicht miteinander gesprochen. Aber ich glaube, das war ein bisschen mehr als nur Bedauern. Sie hat also sehr stark insistiert, dass ich wieder antreten wollte. Aber ich hatte ein paar gesundheitliche Probleme. Und ich bin jung verheiratet. Und ich finde, es war eine richtige Entscheidung. Wissen Sie, Sie haben gesagt, ich wäre so ein bisschen getrieben worden. Ich bin immer gefragt worden, ob ich irgendein Amt übernehme. Ich bin gefragt worden, ob ich in den Bundestag gehe. Ich bin befragt worden, ob ich Präsident des Fischereiverbandes werden will. Ich bin gefragt worden, ob ich Ausschussvorsitzender werden will, ob ich die CDU in Schleswig-Holstein übernehmen will, ob ich Ministerpräsident werden will. Letzte Entscheidung, da wurden Sie nicht gefragt. Wie bei der letzten? Nee, die habe ich selbst gemacht. Aber dieses hat alles mit einem Stück innerer Freiheit zu tun, selbst zu entscheiden. Und ich habe mir immer gesagt, geschworen, ich möchte selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Und deswegen ist das so ungewöhnlich. Normalerweise wird man aus der Politik rausgejagt, abgekürt, weg mit dem. Nicht? Und dann stehst du da und fällst ganz tief. Nein, das wollte ich nicht. Meine Freiheit, meine friesische Freiheit, wenn Sie so wollen, ist diejenige, selbst zu entscheiden. Und deswegen dieses Entscheiden, ich höre dann auf. Ich empfehle jedem, Ähnliches zu machen. Wir haben so gute junge Leute. Das ist, und wir blockieren. Das macht Angela Merkel übrigens auch. Wo sind die Nachfolger? Das hat Helmut Kohl auch gemacht. Wo waren die Nachfolger? Und wir müssen die kommen lassen. Die sind gut, die haben neue Ideen. Sie haben doch andere Ideen als ich. Und deswegen muss diese Generation, sie haben ihr Leben doch vor sich. Für mich, das ist, ob da für mich noch irgendwelche finanzpolitischen Weichen gestellt werden, spielt doch überhaupt keine Rolle. Aber für Welche Weichen stellen Sie denn heute an? Ach, ich stelle nicht mehr so viele Weichen. Wissen Sie was? Lässt sie Ihre Frau nicht? Doch, meine Frau lässt mich sehr. Meine Frau ist ausgesprochen aktiv und meine Frau macht eine spitzenmäßige Arbeit, ist Personalleiterin in Hamburg am Flughafen und ich bewundere das, was sie dort macht. Das könnte ich nicht dort so mit Personal umgehen. Manchmal hart, manchmal weich. Das könnte ich gar nicht. Doch, nee, wissen Sie, ich sage, diejenigen, die jetzt die Verantwortung übernehmen, müssen auch ihre Ideen einbringen können. Und es ist das Schlimmste, was ich mir vorstelle, was ich auch früher ja erlebt habe, wenn diejenigen, die aus der Politik ausgeschieden sind, wir hatten ja einige, sich immer wieder zu Wort melden, nicht informiert sind, die stehen doch nicht da, die kriegen doch keine Akten mehr auf den Tisch, die wissen doch gar nicht tief und intim, was mit einem Problem los ist. Aber sie melden sich zu Wort und die Presse läuft ihnen hinterher. Nicht? Das sind Leute, die man morgens um 3 anrufen kann und sagen, wir haben da ein Problem gehört, kannst du was dazu sagen? Ich kenne das Problem nicht, aber ich sag was dazu. Und das ist das Schlimmste, was es dort gibt. Und ich finde, da muss man sich zurückhalten. Und ich halte mich zurück. Und ich habe meinen Leuten gesagt, ich werde mich politisch in vielen Dingen zurückhalten. Ich gebe meinen Ratschlag, wenn er gewünscht ist. Aber wenn die bei uns hier im Land an die Yachtpolitik rangehen, dann ist auch was los. Dann stehe ich wieder vorne auf dem Knick. Am Anfang habe ich gesagt, Sie sind 83 dann im Bundestag vom rechten Weg ein bisschen abgekommen. Sind Sie jetzt 2012 wieder auf dem rechten Weg? Ja, ich bin immer auf einem rechten Weg gewesen. Ich bin ein tief überzeugter Christ und ich fühle mich ausgesprochen gut geführt. Und ich bin dankbar und für mich ist mein Lebenslauf, wie ich ihn gehabt habe, von Kindheit, wie ich behütet worden bin, mit dem, was ich alles machen konnte bis zum Ministerpräsidenten, ist das für mich eine Gnade gewesen, dies zu machen. Meine Mutter wäre irre stolz gewesen. Und meine Mutter hat früher immer alle Zeitungsartikel über mich ausgeschnitten, ohne dass da drauf stand, wo das stand und wann das war. Wie ich es gemacht habe. Und dann kriegte ich so ein Bündel, so wie Sie das gemacht haben. Aber Sie haben das ja immer für einen Tag dann gemacht und dann auch noch geordnet. Und dann kriegte ich so ein Bündel, so ein Packen dort hingelegt. Und die war irre stolz, weil meine Mutter war eine ganz einfache Frau, aber die häufig aber mal sagte, die große moralische Gesichtspunkte hatte und Linien hatte und die häufig mal gesagt hat, das tut man nicht. Wir meinen ja immer, dass wir immer alles erklären müssen, was wir nicht tun sollen. Nein, das tut man nicht.
Und meine Mutter kam aus Dithmarschen und die hat immer gesagt, kein Herrn über mir und kein Knecht unter mir. Und danach habe ich gelebt und ich bin für das, was ich machen konnte und wie ich geführt worden bin und wie es mir jetzt geht, ausgesprochen dankbar. Sie haben ja jetzt gesagt, Tierhaltung ist ein großes Thema für Sie. Wir sollen mehr auf die Jagd gehen. Wie sieht denn jetzt so Ihr Alltag aus? Oh, ich gehe im Moment, jetzt im Herbst, jede Woche, jedes Wochenende bin ich irgendwo zur Jagd eingeladen. Und ich mache ein paar Sachen dort. Man hat ja auch gelesen, dass ich in einen Aufsichtsrat gekommen bin. Ich mache so viel, dass ich keine Langeweile bekomme. Aber ich habe meine Hühner zu Hause. Leider sind es inzwischen ein paar weniger geworden. Ich hatte 5 Hennen. Nicht? Das war schon ein bisschen wenig und da habe ich ein bisschen reingeschlagen. Und ich habe meinen Dackel, der uns beschäftigt. Und also ich macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht's gut. Aber Sie haben ja einen riesen Bekanntheitsgrad, haben wahrscheinlich die meisten Kontakte hier in Schleswig-Holstein. Gibt es ein Projekt, wo Sie das vielleicht nochmal nutzen wollen? Irgendein Herzensanliegen, wo Sie das einsetzen wollen? Also ich habe ja schon gesagt, dass ich mich politisch betätigen würde, wenn jemand an das Jagdrecht rangeht. Das sind Leute, die keine Ahnung davon haben. Und dort, für mich ist Jagd eine sehr natürliche Nutzung. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich bin der Vertreter des Wolfes oder was weiß ich, all diesen Tüdelkram. Das hat uns viele Schwierigkeiten gebracht. Ich jage nur, um zu hegen und was weiß ich und ich muss dort regulieren im Wald. Nein, ich will auch Beute machen. Ich will was mit nach Hause nehmen. Ich kann gut sitzen, ohne zu jagen, ohne zu schießen, aber ich freue mich auch, wenn ich was kriege. Das ist das eine. Und das Zweite, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich sehe, wie satt wir sind. Und wir haben 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde, die hungern. Ich bin ein entschiedener Gegner von Bioalkohol und von E10 und so. Und ich habe meinen Leuten in der Staatskanzlei und in der Regierung gesagt, bei uns wird kein E10 getankt. Nun hatten wir meistens Diesel, wir brauchen das nicht. Ich finde, das ist ethisch, moralisch nicht zu vertreten. Sehen Sie mal, die Welthungerhilfe gibt einem Verhungernden in Afrika, in Hungergebieten, 253 Gramm Mais am Tag. Damit überlebt er. Und aus dieser Menge machen wir 80 Kubikzentimeter Bioalkohol und tun das dann ins Auto rein. Da fahren wir 800 Meter einmal zum Bäcker und zurück. Und ich finde, das ist unmoralisch. Und auf diese Probleme hinzuweisen, die größer werden. Nicht? Die UNO sagt ja, dass wir 2050 eine Verdoppelung der Nahrungsproduktion haben müssen. Wenn Sie China sehen, China, ich habe ja einen sehr guten Kontakt, bin ja Ehrenbürger in Zhejiang geworden, was eine große Ehre für mich ist, in einer Provinz mit 53 Millionen Einwohnern dort und ich bin gerade da gewesen und wir sprechen häufig darüber. China hat fast 20% der Weltbevölkerung. Hat aber nur 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und wenn Sie diese Zahlen, nur diese Zahlen sehen, und auch die haben ein Recht, mehr Fleisch zu essen, mehr Gemüse zu kriegen, mehr Flächenverbrauch in Landwirtschaft zu haben. Wir haben das schon alles genossen. Bei uns wird die Hälfte weggeschmissen. Ernährung, Welternährung, ein großes Thema. Ja. Gibt es da ein konkretes Projekt, wo Sie sich da engagieren wollen? Nein, da ist im Moment noch nicht so ein konkretes Projekt. Und ich mache aber Vorträge und ich erwähne das, weil ich bin demnächst bei einer Charity-Veranstaltung, wo man mich gebeten hat, dort zu reden. Und da wird dieses gezeigt und wird dieses angeführt. Und ich habe mal, das war für mich eine Riesengeschichte, ich habe mal in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften dort, gegründet von Galileo Galilei, da habe ich mal die Gelegenheit gehabt, dort meine Gedanken auch dort in einem Vortrag dort zu bringen. Und das war das, da ist man, das ist keine normale Rede, das ist schon was ganz Besonderes. Punkt bringt. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren, hier im Metro-Kino, heute bei Sofa und Soda. Und, ja, das ist ein pfiffiger Name, Sofa und Soda. Ich habe schon unterwegs gedacht, man hätte das ja auch Sessel und Sekt nennen können oder Chaiselong und Champagner, aber bleib mal bei Sofa und Soda. Gerne. Das war's. Tschüss.